Wenn eine im deutschen TV Erfahrung mit der großen Liebe und Dating hat, dann ist das Inka Bause. Von Beginn an moderierte sie schon Bauer sucht Frau und verhalf einigen Landwirten zu ihrem Glück. Doch was ist mit ihrem eigenen Liebesleben? Darüber hat sie mit Bunte gesprochen. Tatsächlich ist Inka Bause momentan Single, einer Partnerschaft gegenüber allerdings offen. Ich gehe mit offenen Armen durchs Leben und freue mich auf alles, was passiert. Man muss einfach neugierig bleiben, erklärt sie und fügte hinzu, dass sie versuche, jeden Tag das Haus so zu verlassen, als ob ich heute den Mann meines Lebens kennenlernen würde. Ihre eigenen Erfahrungen lassen sie an die große Liebe glauben, erzählte sie. Und man sollte nicht mit einem faulen Kompromiss leben, weil man dann seine große Liebe vielleicht verpasst und einfach nicht erkennt. Ich hatte meine große Liebe und vielleicht finde ich noch einmal so einen wichtigen Menschen für mich. Was die Moderatorin genau in einer Beziehung möchte, weiß sie auch. Ich will verwöhnt werden, aber könnte nicht mit der Kreditkarte eines anderen einkaufen gehen. Ich habe mich noch nie über einen Mann definiert. Ich sehe eine Partnerschaft wie zwei Puzzleteile, die zusammenpassen und einen Sinn ergeben und nicht als einen Traktor, der einen Hänger zieht. Ich bin mit mir glücklich und das ist die Hauptsache für jeden Menschen.